Aiden, bisher machst du alles sehr gut. Na, man tut, was man kann. Richtig, Ro? Gute Neuigkeiten für dich. Ich habe Informationen über einen gewissen GRI-Arzt. Wer ist das? Wo? Ich brauche noch Zeit. Erledigen wir erst diesen Auftrag hier. Geh mit der Truppe auf den Turm und montiere den Transmitter. Ro bleibt hier unten bei mir. Ich gehe auch. Ro, fängst du jetzt wieder an? Ernsthaft? Wir haben einen Plan. Scheiß auf den Plan. Wer weiß, was da oben ist. Ich schicke meine Jungs da nicht allein rauf. Scheiß auf den Plan? Ich verliere nicht nochmal einen Trupp. Du weißt, ich muss gehen. Komm verdammt nochmal wieder. Klar? Natürlich. Wenn ihr was braucht, könnt ihr mich über Funk erreichen. Ich bin okay. Los geht's. Boss, alles klar? Jetzt geh schon. Er verwandelt sich bestimmt. Dann können wir ihn nicht mehr über Funk erreichen. So, Aufzug stürzt ab. Alle klatschen den Tod. Perfekt. Wollt ihr einen Witz hören, Jungs? Nein, Wischborski, scheiße, nein. Bitte. Ich flehe dich an, ich gebe dir meine letzte saubere Unterhose, wenn du uns noch einen deiner Witze ersparst. Ganz ruhig, Herrschaft. Wischborski, scheiße. Tut mir leid, Boss, kein Piep mehr von mir. Du singst schief, Trottel. Das geht so. Dip du dip du dip du dip du diddle daddle du dip du dip du. Wow. Commander, was ist da los? Der Aufzug hat angehalten. Der Strom spinnt wieder. Ist ein großes Gebäude. Wir sind dran. Ich hätte echt die Treppe genommen, ne? Kann man in solchen Fällen einen scheiß Aufzug nehmen? Also gut, Jungs. Reparatur wird dauern. Wir können nicht warten. Von hier aus geht's zu Fuß weiter. Auf welchem Stock seid ihr? 30. Das heißt also noch 50 bis zum Da. Ach du Scheiße. Gut, ihr habt den Kommandanten gehört, Jungs. Macht auf und los geht's. Direkt ein Schattenjäger vor der Tür, ich sag's euch. Wierzbowski, Spähposten. Und tot. Wierzbowski, Achtung! Oh oh. Sieht sauber aus. Wierzbowski! Und schon ist das Kind. Schon ist die Mutter alleinerziehend. Top! Alter. Das hat ja niemand kommen sehen. Niemand, genau. Wierzbowski! Scheiße! Geil. Ich hab wirklich alle erwischt, ne? Perfekt. Was? Das ist ein Traum. Abstand halten, bitte. Wir von hinten anschleichen, du kleines Deckschwein. Wieder an mir vorbeigesprungen, aber für das Game. Yeah.
Hier mit meinen Scheiß. Geht mir so auf die Nuss, ne? Ja. Interessant. Jetzt frage ich mich natürlich literally, ob hier irgendeiner von den armen Säcken überlebt hat. Wie kann man denn auch so blöd sein und in der geschlossenen Truppe, ne? Also wirklich. Der Klassiker. Oh nein, Wierzbowski. Wer hätte das gedacht? Ich staune, dass hier nicht noch mehr Tote liegen, ne? Ah, wer sagt's denn? Jack! Jack, bist du da? Es gab einen Angriff. Nur ich hab's geschafft. Scheiße, nein. Und Row? Keine Ahnung mehr. Ich sehe ihn nicht. Hier ist eine unsichtbare Leiche. Nicht schlecht. Row hatte den Transmitter. Finde ihn. Das ist unsere einzige Chance. Keine Zeit zu trauern. Du musst Row finden. Wir helfen dir, sobald die Aufzüge wieder laufen. Ich tue, was ich kann. Was ist eigentlich das Mistvieh, was hier rumgespeit hat? Ist das weggerannt? Ah. Haben wir mal richtig auch abgesahnt hier. Scheiße. Wie hat denn das hier reingeschafft? The fuck? Sieht richtig gut aus, Ro. Aiden! Oh, du lebst. Ich dachte, du wärst hinüber. Würde den so passen. Du schaffst das, Ro. Halt durch. Klar. Zur Hölle. Der Transmitter. Matt sagte, du hast ihn. Ja. Verlier ihn nicht, Aiden. Auf keinen Fall. Aiden, du solltest eher nicht auf diese Kartoffelmedaille warten, die ich dir versprochen habe. Was? Sie nehmen mir meinen Orden wieder weg, Lieutenant? Ach, halt die Klappe. Aber unsere Hundemarken, unsere Jungs sollen nicht vergessen werden. Wenn du einen Gefallenen siehst, nimm bitte seine Marke. Sie haben's verdient. Hier, der Transmitter. Ach Mann, Alter. Luan, ich bin in Schwierigkeiten. Die PKs sind alle tot. Ich hab dich gewarnt. Wenn du dich abmurksen lässt, komm ich da rein und erwecke deine Scheißleiche wieder zum Leben. Nur damit ich dich selber abmurksen kann. Erspar mir die Predigt, ja? Komm schon von da oben runter. Ich komm nicht runter. Ich muss noch weiter nach oben. Ich komm da irgendwie rauf. Also gut. Das klingt super, was ich da höre. Ganz schöne Scheiße, was hier wieder passiert. Na, es hat wieder nur für die Hauptdarsteller gereicht. Die anderen drei oder vier, die da waren, haben keinen Ehrenplatz gekriegt. Mann.
der hat, was hinter sich, der antike Hammer? Der hat gerade seine Mutter angerufen? Nee. Das ist irgendwie eine Bekannte, die er da kennengelernt hat und ja. Ach, Scheiße, blockiert. Ich stecke hier fest, Luan. Ich brauche Hilfe. Ich hole Frank. Mach schnell. Ja, spring doch immer an mir vorbei, Digga. Falls ein Spreng. Ein Sprenger. Oh, ja. Oh. Digga. Oh, ich bin wieder super powermäßig unterwegs hier. Bam, in die Fresse! Bam! Pam! 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 Ich habe ihn gerade in der Mitte durchgeschlagen, den einen. Dr. Spray! Servus! Servus zusammen! Hallo! Ich bin schon wieder durchgedreht, ne? Für alle die das Game nicht kennen, an uns wurde mal experimentiert, ne? Mit irgendwelchen Kram. Wo bist du? Im 30. Stock. Die Infizierten haben. Sie haben hochgejagt. Scheiße, Junge. Ich sag doch. Frank, warte. Wo gehst du hin? Der ist so gut wie tot, Lauren. Sorry. Hier habe ich alle Nightrunner verloren. Das lasse ich nicht noch einmal zu. Er ist noch nicht tot. Er ist da. Er braucht dich. Er braucht einen Sarg. Das braucht er. Frank, ich brauche größere Taschen. Versoffener Wichser. Krieg dich verdammt nochmal in den Griff und tu deine Pflicht. Aiden, ein Teil unserer Ausrüstung sollte noch hier sein. Im Aufzugsschacht. Ein oder zwei Stockwerke über dir. An der Stelle war ich heute auch. Ah, nice Dr. Spray. Aber nicht spoilern, bitte, ne? Nicht, dass ich will mich natürlich überraschen lassen von dem. Von dem Story-Content, nicht wahr? Aber es ist halt mega, ne? Also, an uns wurde halt, wie gesagt, irgendwas getestet. Irgendein Immunscheiß oder irgendein Kampfmittel. Und auf jeden Fall habt ihr ja gesehen, was dann passiert, ne? Durchdrehen hoch 10. Da geht's richtig rund. Alles gelootet, ich denke mal schon. Dann gehen wir mal nach oben. Ich hoffe, das ist die Ausrüstung, die er meint. Kommen wir hier nicht durch. Soll das sein? Okay. Oh, jetzt haben wir den Enterhaken. Hey, Frank, ich hab's gefunden, glaube ich. Wofür ist das? Das ist ein Wurfhaken. Ein Seilwurfgerät. Ein was? Damit kannst du klettern. Ziel auf was, an dem du es befestigen kannst. Es wurde getestet bei Biontech. Versuch damit auf die Terrasse zu kommen. Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. Das Spiel spoilert sich selbst. Ja, also ne, manche Sachen sind so vorhersehbar. Ist halt wirklich so.
So, jetzt haben wir den Enterhaken. Enterhaken. Wir haben Wurfhaken erhalten, damit können sie an verschiedene Objekte schwingen und so effizient unterwegs sein. Der Wurfhaken kann an jedem Objekt befestigt werden, an dem das Fadenkreuz des Hakens erscheint. Die besten Routen werden gelb angezeigt. Rüste den Enterhaken im Zubehör Schnellplatz im Inventar aus. Okay. Belegt jetzt wieder ein Scheiß. Davon, ne? Dann machen wir mal so. Gucken wir mal, ob wir hier noch was Geiles haben. Ach, Heilkram ist wieder so semi-nice. Schuhe, ja, toll. Schaden an Handwaffen. Wie gesagt, die Prozente, also die Prozente sind doch immer mega unnötig so. Selten einhändige Machete. Einhändige Axt. Ist der 129? Also. Achso, schwingen ist aber auch nur schwingen, ne? Ach, na toll. Alles klar. Gut, kann ich mich hier irgendwie ranziehen? Nö, ne? Ach, warum auch? Kannst du bitte umgreifen, dass wir... Ich krieg wieder Plack, ne? Scheiße, ey. Kann das Seil nicht einholen, ne? Ist ja doof. Wir lassen ihn mal fallen, für den Fall, dass hier gleich wieder was passiert. Du kannst dich nach oben schwingen, ja. Das ist ja toll. Wenn du jetzt erst den Haken findest, wärst du bei den meisten Spielen noch im Tutorial. Ja, aber in dem Spiel ist es nicht so. Mein Gott, was ist das? Ah. Da sich hier. So. Auch weird, dass du überall diese Anzeige hast, ne? Wieder Paragleiter. Ich finde den auch mega anstrengend. Ich muss den nicht mal ausrüsten, ne? Muss ich den ausgerüstet haben, um zu schießen? Wohin jetzt? Da, wo du hin wolltest, Aiden. Nach oben. Du musst noch ein Stockwerk weiter hoch. Von dort aus gehst du in den Seitenflügel. In den Seitenflügel? Der Haupttrakt ist voller Infizierter. Los, du musst mehrere Stockwerke hochklettern. Ist auch gut, dass das die Ausrüstung war. Ein Heilpaket und diesen komischen Wurfhaken. Mega krass. Dass man den auch immer noch aktiv ausgerüstet haben muss. Stört mich auch so ein bisschen, ne? Immer wieder umschalten. Wenn auf einmal irgendwelches Viehzeug kommt, das du mit irgendwelchen anderen Sachen verkloppen willst. Brenner zum Beispiel. Ist er gestolpert? Oh fuck! Was war denn? Von hinten kam auch ein. Ja, ja klar, ne? Von hinten, von vorne, schön Sandwich. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass einer von hinten kommt. Wir haben doch das Falsche genommen. Nee, das wollten wir nicht! Shifty! Da ist er wieder! Ich wollte auch gerade sagen. Von unten raufschwingen, wenn das ginge, wäre es ein physikalisches Wunder. Ja, ich habe ja gedacht, so, ne? So Special-Ding, aber nee. Warum auch? So, warum sehe ich jetzt hier Leichen, wo keine sind? Kann ich nicht looten, weil sie explodiert sind, oder was? Tolle Wurst.
Hallo? Ob ich hier aber noch reingucke? Ich habe doch diese komische Sicht. Damit sehe ich doch, wo was liegt. Ich muss einfach nur mal drin mal drauf drücken. Habe ich eigentlich jetzt... eine andere Waffe kaputt? Ne, noch nicht ganz. Ah ja. Bleibt nicht viel Loot übrig, ne? Wenn so ein Dicker da explodiert. Das ist natürlich ungünstig. Aber gut, dass man in dem Spiel aus dem Schwung heraus den Haken rausziehen kann und gleich wieder irgendwo reinwerfen. Ja, man kann auch quasi ohne Schwung zu holen von Dingens... von Stange zu Stange pendeln. Das ist auch immer super. Irgendwann werde ich hier nochmal sterben, weil ich vergesse, diesen scheiß Enterhaken zu auszurüsten. Ne? Dann schmeiße ich irgend so ein scheiß Wurfmesser und stürze in den Tod. Kann ich euch jetzt schon versprechen, dass das passieren wird. Das ist so mein Style. Schön, angenehme Helligkeit hier auch. Und auch manchmal Schwung aus den Hüften, oder da frage ich mich so. Das war easy. Oh. So. Okay. Ich benutze keine Wurfmesser. Ich benutze die auch sehr selten, bis gar nicht. Ich hab die auch nicht gepimpt. Was ist denn, wenn ich hier jetzt lang gehe? Ist ein Special hier? Okay. Ich eine Kiste, die ich nicht gelootet habe, weil ich hier einen anderen Weg gegangen bin oder was? Toll. Top, top. Und eine Tüte Reis. Reis und Hähnchen. Reis und Hähnchen. Können schon piepen. Ist wieder da, wo man nicht so direkt rankommt, ne? Aha. Wer zum Teufel hat hier die Station aufgebaut? Ach, gibt mal wieder ein ganz böses Erwachen, wollen wir mal wetten. Man müsste die Zeit, wo Spiele immer realistischer wurden und das auch ein Maßstab war. So Half-Life 2 Zeit, wo die ersten Physik-Engines erfunden haben und Battlefield dem Realismus nachgeeifert hat. Ja, das war super. Das war wirklich super. Kann ich auch nur so bestätigen. Heilung oder Ausdauer? Ich mach's mal ausgeglichen. Dann haben alle gemerkt, dass Realismus für viele langweilig ist und haben dann wieder nur Mist produziert. Jedes Mal das Gleiche, ne? Wir vertragen das immer nicht so gut, ne? Ist irgendwie... Ich bin auf einer Terrasse. Schön. Siehst du meine Kantine? Ja. Sieht verdammt winzig aus von hier. Schön. Dann öffne deinen Gleitschirm, spring ab und flieg zum Fischauge. Wir sehen uns dort. Was? Damit der Wahnsinn aufhört, Aiden. Du hast den Gleitschirm. Hau ab, solange du noch kannst. Frank, ich muss darauf. Du hast gesagt, du hilfst mir. Fähigere Männer als du sind dort gestorben, Aiden. Ich schick dich nicht in den Tod. Frank, ich geh darauf. Mit dir oder ohne dich. Oder bist du zu besoffen, um das zu kapieren? Lauan hat mir von deiner Schwester erzählt. Sie ist zwar schon tot, aber du bist am Leben. Und wenn du runterkommst, bleibst du am Leben. Fick dich, Frank. Mir reicht's. Ich geh da hoch. Oha. Haben wir ihn gerade als einen wüsten Trinker beschimpft? Was er ja auch ist. Lass dich nicht allein. Gib's auf. Du redest mit einem toten Mann, Lauan. Ich komme. Warte auf mich. Was machst du? Nein, auf keinen Fall, Lauan. Lauan? Jetzt kommt ihr auf einmal gleich durch die Tür, ne? Und Decker Spray, vielen Dank für dein Follow, Mann. Willkommen in der Community.
Vom Skill bin ich viel weiter als du. Das ist nicht unnormal, weil ich spiele ziemlich viel. Also ich kann jetzt mal zeigen. Ich bin schon Level 6, ne? Ich spiele halt immer meistens die Nebenquests vor den Mainquests, damit ich halt auch alles an Story rausschöpfe, an Content, ne? Weil ich weiß genau, wenn ich die Mainquests durch habe, spiele ich die Sidequests nicht mehr. Dauert natürlich länger, aber ist dann in dem Fall belohnender, dass man halt auch wirklich ein bisschen mehr vom Inhalt des Spiels mitkriegt. Black Mesa zum Beispiel, Black Mesa, der hier auch im Chat ist, der spielt zum Beispiel die Spiele, die, wo ich das weiß, alle 100%, ne? Also alle Collectibles, alles. War sehr amüsant, als ich mit ihm Wildlands gespielt habe. Das war cool. So, komme ich jetzt hier, muss ich jetzt hier wirklich so hier hochklettern oder? Muss ich jetzt darüber schwingen? Schwingeding machen? Bestimmt Schwingeding, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich jetzt hier rüber losspringe und kann mich hier gar nicht festhalten. Hopp. Erstmal Metallhaken in Metall reingeschlagen. Karl ist kein Problem. Eissa, ich hab mich doch korrigiert, Junge. Entspann dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich den Namen massakriere. Wahrscheinlich, weil ich das. Ich mach das mit Absicht. Um dich ein bisschen zu quälen. So. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich immer viel verenglischen will von der Aussprache her. Ich habe mich zu Mieser korrigiert. Gott. Ist halt immer so selten hier, dass ich immer vergesse, den Namen auszusprechen. Und dann verlerne ich es wieder. Ne? Alles deine Schuld. Ich wollte noch ein bisschen weiter höher. Hopp. Im Leben würde ich niemals solche Jumps hier machen, ne? Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich wäre im Real Life. In irgendeiner Form. Soll ich mich jetzt darüber schwingen? Ja, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich weiß gar nicht, kann ich da. Muss eigentlich darüber, ne? Richtig Schwung jetzt. Du hast halt in letzter Zeit zu viel EFT und RDCW gespielt. Ja, es wird doch wieder kommen, aber actually erstmal nicht, glaube ich. Warum ist denn da unten? Hä? Hey. Keinen Sinn. So. Was liebe ich eigentlich am meisten? Wenn man von unten irgendwo ranspringen will und erst dann irgendwie nicht auf die Kette kriegt. Und warum sind hier oben irgendwelche Zombies? Das ist halt immer, verstehe ich auch immer nicht so wirklich. Was ist denn das für ein so Exploder? Peng. Ja, da, guck da, ne? Zack, zack, in die Fresse. Peng, pong, puff, um. So. Hat's mal Licht gemacht, oh, das werde ich echt vermissen, ne? Das war richtig geiler. Das habe ich ein bisschen zu spät kommen sehen. Das ist noch so ein Dödel. Dafür sind die Wurfmesser halt echt gut, ne? Muss man schon mal sagen. Du brauchst noch ein bisschen, Kollege, ne? Machen wir hier schon mal den Schrank auf.